Bald ist es soweit. Die neue Agentin Fate betritt die Bühne in Valorant. Angst und Schrecken, das verbreitet sie unter Spielern als auch den anderen Agenten schon seit einiger Zeit durch diverse kleine Teaser und Trailer. Heute wollen wir einmal zusammenfassen, dank neuer Leaks und wirklich ersten Bildern, was uns da genau erwartet und vor allen Dingen, wann es uns genau erwartet. Das alles jetzt im Video. Und damit auch, moin, liebe Freunde, was geht ab und willkommen zu einem neuen Video hier auf Buddy. Ach, da ist es schon, die neue Agentin Fate, ohne viel drum rum zu reden. Ich habe mich sehr gefreut, als vorgestern die ersten Leaks kamen und dann auch direkt das offizielle Announcement von Riot. Denn wir dürfen sie bald endlich auf den Live-Servern genießen und ihr da draußen bald hoffentlich auch den ersten richtigen Gameplay-Trailer sehen. In den letzten Wochen gab es ja die ersten Teaser mit dem Codenamen Bounty Hunter. Wir wussten, dass sie ein Initiator ist, so ähnlich wie Sova, nur noch ein bisschen schreckenseinflößender. Und wir wussten mittlerweile auch, wie es um ihre Abilities steht. Insbesondere um diese kleinen Tentakel und Linien, die sich auf dem Boden bis zum Gegner vorarbeiten und unglaublich viel Kontrolle, als natürlich auch Informationen über das gegnerische Team nach außen geben. Jetzt wurde halt vorgestern auch noch auf einmal einiges aus den Trailern geleakt, als auch ein offizielles Bild. Riot hat sich anscheinend dazu entschieden, das zu sagen, na, dann machen wir es halt selber mal offiziell. Und jetzt wissen wir auf jeden Fall, der Initiator, Fate, der sieht genau so aus. Und das Design, da gibt es auch schon unzählige Memes von auf Twitter und Co., ja, das erinnert doch sehr, sehr stark an Reyna und hat von der Idee auch so ein bisschen das gleiche Charisma wie sie. Sie ist aber keine mexikanische, sondern türkische Agentin und zeichnet sich insbesondere dadurch aus, dass ihre Fähigkeiten wie ein Sova zwar die Gegner aufdeckt, aber zudem noch sehr viele negative Effekte, wenn man von sogenannten Linien auf dem Boden quasi erfasst wurde, betroffen wird. Eine genaue Übersicht der Fähigkeiten habe ich euch in einem separaten Video reingepackt. Das seht ihr wahrscheinlich gerade oben verlinkt oder am Ende des Videos nochmal. Hier aber die Kurzfassung. Ihr könnt die Gegner blenden. Ihr könnt sie aufdecken und das für 12 Sekunden lang. Ihre Ultimate ist eine Art Breach-Ultimate, die aber keine Schockwelle ist, sondern eher ein grauer Nebel, der die Sicht massiv einschränkt bei den Gegnern und somit einen Go absolut göttlich, ja, initiiert. Sie ist halt ein Initiator. Diese Information durch diese Linien könnt ihr sozusagen auch ausnutzen, um so eine Art Sky-Ultimate in klein nochmal loszuschicken, was dann quasi einzelne Linien nachverfolgen lässt und diese Linien führen halt immer zu den gegnerischen Agenten. Ihr merkt also, sie ist insbesondere für ein schnelles, proaktives, dynamisches und auch aggressives Spiel unglaublich geeignet, aber auch auf der defensiven Seite, um vorher schon mal festzulegen, ja, woher kommt denn eigentlich der Gegner? De facto ist es so, dass Fate auch eigene Trailer bekommen hat von Riot. Die wurden in den letzten Tagen immer wieder gedroppt und wir sehen auch, dass insbesondere cineastisch hiermit gespielt wird, what are you afraid of? Was ist die Angst der Agenten? Und das ist von dem Ausschluss von Breach aus seiner Familie, dem Beobachtetwerden von Cypher, aber auch von der Einschränkung Neon und. Ne? Chamber will sich immer nach vorne packen und wird dementsprechend unter die anderen in dieser Angst gestellt. Und Brimstone wird in der Hand gehalten von einem KO und KO verliert seinen besten Freund. Also da auch ganz, ganz viel nochmal zu der Geschichte von Valorant beigetragen. Die große Frage, die wir uns natürlich lore-technisch stellen, wo steht da Fate? Ist sie Antagonistin und Gegenspielerin oder wie geht sie in dieses ganze Valorant-Protokoll, also dieses ganze Team irgendwo hinein? Wo wir auf jeden Fall sicher sein können, ist, dass sie in enorm viele Team-Comps passen wird. Denn die Fähigkeiten, die sie bisher offiziell hat, ist eine Sache, das braucht einfach ein Team. Und vielleicht sehen wir hier endlich mal eine weitere Alternative zu Sky und Sova, die ja normalerweise für diese proaktive Informationsfindung genutzt wurden von den ganzen Teams. Jetzt fragt ihr euch da draußen natürlich, wann kann ich Fate denn eigentlich spielen? Die Antwort hat Riot uns selbst gegeben. Nach den Valorant Masters, also dem riesigen globalen Tournament, was gerade ausgetragen wird, übrigens auch auf dem offiziellen Valorant Dach-Channel, also dem deutschsprachigen Kanal, mit mir ab Freitag dann bis Sonntag wieder in den Finals. Und nach diesen Finals, dann dürfen wir Fate endlich sehen, weil ausgewählte Streamer und Influencer da jetzt auch den vorzeitigen Zugang bekommen haben und dann sicherlich auch ausprobieren werden, was Fate, was die neue türkische Agentin Nummer 20 wirklich kann.
Eure Einschätzung über den neuen Agenten schreibt ihr mir mal gerne in die Kommentare. Hier seht ihr noch eine genaue Erklärung der ganzen Abilities. Klickt mal drauf, ist wirklich sehr, sehr interessant. Und hier unten könnt ihr auch ganz andere Sachen nochmal machen. In diesem Sinne, Dankeschön fürs Anschauen. Abonniert auf jeden Fall den Kanal, um nichts mehr zu Fade und zu anderen Agenten und zu Neuigkeiten in Valorant zu verpassen. Und natürlich gerne einen Daumen nach oben. Ich bin auf eure Meinung über Fade in den Kommentaren gespannt. Bis zum nächsten Mal, euer Buddy.